geflogen werden kann. Und ja, das geht noch langsamer. Das ballert da auch noch rum. Ja, also wichtig ist natürlich in dem Bereich, in dem wir uns hier jetzt bewegen, geschwindigkeitstechnisch, da muss die Turbine einfach zuverlässig Gas annehmen, die muss zuverlässig arbeiten. Wenn ihm da eine Turbine oder unter Umständen beide Turbinen Ärger machen würden beim Gas geben, dann fällt die Maschine runter wie ein Stein und dann ist die einfach schlicht und ergreifend kaputt. Das wäre ewig schade. Also er verlässt sich wirklich hier auf die Frank-Turbine, auf die beiden Frank-Turbinen und ja, die haben da wirklich keine Mühe mit dem doch recht schweren Modell. Hat ganz schön zu kämpfen mit dem Seitenwind, macht er aber ganz klasse.